Von nun an müssen wir neue Regeln befolgen. Schaut auf die Tafel. Oh nein, oh nein. Wie ich sehe, haben wir bereits Regelbrecher. Ich glaube, du brauchst eine Dusche, um die ganze Haarfarbe loszuwerden. Ups, Entschuldigung. Ich mag meine neue Frisur nicht. Keine gefärbten Haare. Wie lang ist denn dein Haar? Sieht aus, als müssten wir sie abschneiden. Du bist nicht Rapunzel, du brauchst keine so langen Haare. Meine Haare! Ich habe kurzes, natürliches Haar. Was willst du abschneiden? Ohne meine Ketten sehe ich nicht cool aus. Keine Accessoires. Und du, beliebtes Mädchen? Lass uns zuerst deine Nägel überprüfen. Oh oh, die sind schon viel zu lang. Jetzt geht's ans Schneiden. Hehehe, das war befriedigend. Keine langen Nägel. Komm mal her. Ja, Frau Lehrerin? Make-up ist nicht erlaubt. Siehst du? Du hast so viel Make-up, dass es auf das Papier abfärbt. 8 minus 4 ist 5, richtig? Willst du meine Geduld auf die Probe stellen? Falsch. Was? Hahaha, armer Nerd. Ich dachte, du wärst schlau. Du. Hä? Komm nach vorne und schreibe die richtige Antwort auf. Lass mich nachdenken. So langsam. Das ist eine 6. Ich hatte noch gar nicht angefangen. 8 minus 4 ist 4. Gut gemacht, Aiden. Hä? Dann bearbeite den Rest der Aufgaben. Die Zeit beginnt jetzt. Du solltest besser anfangen zu zählen. Wird Aiden das rechtzeitig schaffen? Oh nein, diese Sanduhr läuft zu schnell. Fast geschafft. Stopp! Die Zeit ist um. Oh nein! Du bekommst ein dickes, fettes F. Oh Mann! Wer kann diese Matheaufgabe für mich lösen? Die beiden da hinten tun so, als wären sie beschäftigt, damit sie nicht aufgerufen werden. Mal sehen. Was ist mit dir, Aiden? Oh Mist, warum ich? Ist 1 plus 3 auch 3? Du hast es fast geschafft. Ich wusste, dass es falsch ist. Sieh dir meine Finger an. Wie viele sind es? 4. So ist es richtig. Du darfst dir 2 geheimnisvolle Preise aussuchen. Wahnsinn. Der grüne Knopf und der gelbe. Ich habe Bonbons. Was? Es gibt einen Preis? Jetzt wollen alle vortragen. Du solltest beim Schreiben nicht auf dem Schreibtisch liegen. Wie kann ich das ändern? Ich weiß es. Hier, nimm das als Leitfaden. Sehr schön. Das ist zu einfach. Alle machen das gut. Hä? Jetzt bin ich dran. Raus mit euch. Die schlechte Lehrerin ist zurück. Wie ich sehe, gibt es noch einen Schüler ohne Führung. Warum bin ich am Pranger? Ich kann nicht schreiben. Geschafft. Zeit für Snacks. Wartet auf mich. Das ist so schwer. Hört zu, Klasse. Hä? Heute werdet ihr diesen Kaktus malen. Ihr müsst ihn gut zeichnen, sonst bekommt ihr einen Klaps auf die Hand. Du, setz dich gerade hin. Ich glaube, ich muss niesen. Oh nein! Hatschi! Sie haben auf meine Zeichnung genießt, Frau Lehrerin. Nein, das war ich nicht. Das heißt, du bekommst eine 6. Hahaha. Oh, du Armer. Das hat man davon, wenn man eine unordentliche Zeichnung macht. Hat sonst noch jemand was zu sagen? Das habe ich mir gedacht. Ich möchte, dass ihr diesen wunderschönen Bonsai-Baum malt. Wie ich sehe, macht ihr alle eure Sache bisher sehr gut. Oh nein, ich habe aus Versehen meine Farbe verschüttet. Das ist kein Problem. Wir können dieses Chaos in etwas Schönes verwandeln. Jetzt nehme ich diesen Strohhalm und puste die Farbe an. Wahnsinn! Jetzt versuchst du es. Das ist so cool. Ich kann malen, indem ich einfach Luft darauf puste. Baumzweige. Lass uns mit einem Wattestäbchen Blätter hinzufügen. Gut gemalt. Du bekommst eine 1. Dank der guten Lehrerin habe ich es super gemacht. Keiner guckt. Ich kann meinen Kaugummi einfach unter den Tisch kleben. Oh oh.
Nein, nein, du solltest ihn in den Mülleimer werfen. Gut gemacht. Ich habe einen Tappelgump. Kommt alle näher, wir können alle teilen. Wahnsinn, das ist lecker. Lecker. Mir auch. So toll. Wer kann die größte Blase machen? Ich fange an. Nom, nom. Oh, jetzt geht's los. Ich kann meinen Kaugummi zu einer Spirale drehen. Unglaublich. Ich bin diesen Kaugummi so leid. Ich sollte ihn einfach unter meinen Schreibtisch legen und ihn loswerden. Das habe ich gesehen. Kratze den ganzen Kaugummi ab oder ich kratze dir die Zunge ab. Ich hab's. Aber ich will, dass du sie alle erwischst. Was? Okay, ich werde es jetzt tun. Oh je, armer Aiden. Da unten ist so viel Kaugummi, dass sie sich in einen riesigen Kaugummiball verwandelt haben. Und jetzt iss ihn. Du willst, dass ich diesen Kaugummiball esse? Nom. Nein, nein, nein. Ich kann mir das nicht ansehen. Ich glaube, ich muss kotzen. Igitt, lass uns hier verschwinden. Haha, ich habe selbst einen Kaugummi und werde ihn unter den Schreibtisch kleben. Sie wissen nicht, dass all diese Kaugummis von mir sind. Lange Schlangen auf der Toilette sind das Schlimmste. Ich muss pinkeln. Wer ist da drin? Warum können diese Schüler nicht warten? Ich muss mich konzentrieren. Komm raus. Schönes Buch. Oh? Oh oh, alle werden langsam ungeduldig. Es ist schon fast eine Stunde her und die schlechte Lehrerin ist immer noch auf der Toilette. Ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren. Ich muss auf die Toilette, bitte. Was soll der Aufruhr? Was auch immer. Ich gehe zuerst. Igitt, die schlechte Lehrerin hat die Toilette verstopft. Also gut, Kinder, geht aus dem Weg. Ich frage mich, was mit denen los ist. Igitt, das ist eine Katastrophe. Okay, ich bin wieder da. Dieses Mal mit Schutz. Lass uns die Toilette sauber machen. Ich muss all diese verschiedenen Dinge in die Toilette schütten. Für so eine Sauerei braucht man eine Menge Mischungen. Und jetzt spülen wir es runter. Das wird eine ziemliche Explosion werden. Ist es schon vorbei? Schauen wir es uns an. Wow! Auf dieser Toilette könnte man eine Party feiern. Hey, was macht ihr da? Lasst mich in Ruhe! Was ist der neueste Klatsch und Tratsch? Was? Ich konfisziere das. Handys sind nicht erlaubt. Und jetzt spuck es aus. Ich weiß, dass du einen Spickzettel in diesem Mund versteckt hast. Das ist ja ekelig. Hey, Streberin, du zuerst. Ich kann es riechen. Das Telefon. Da ist noch etwas. Aha. Zeig mir deine Hände. Da ist der Spickzettel versteckt in deinem Pullover. Wie lang ist das? Das reicht. Jetzt bin ich dran. Ich bin bereit, mein Telefon abzugeben. Schüler? Hände hoch! Wow, wow! Oh Mist. Sie wusste, dass ich den Spickzettel auf meine Arme geschrieben habe. Ich bitte dich, ich bin unschuldig. Wir müssen es abwaschen. Aua, das tut weh. Wer bringt einen Ball zur Prüfung mit? Einer, der zu schummeln bereit ist, natürlich. Nein, nein, nein. Ich habe so getan, als hätte ich mir den Arm gebrochen, damit ich mein Handy im Gips verstecken kann. Warte mal, was ist denn mit dem Gips? Ich habe mir den Arm gebrochen. Ist das so? Ich rufe nur kurz an. Und warum ist in deinem Gips ein Klingelton? Du bist kaputt. Ich wusste es doch. Gib mir den Gips. Warum brechen wir dir nicht wirklich den Arm? Oder ich breche stattdessen dein Handy. So. Jetzt geh weiter und beginne deinen Test. Seht euch das an. Hä? Wollt ihr den super leichten Test oder den mittleren Test machen? Natürlich wird jeder den super leichten Test wählen. Ich werde jetzt die Testblätter verteilen. Ich weiß die Antwort nicht. Ein bisschen Hilfe kann nicht schaden. Danke, Frau Lehrerin. Sie ist so fantastisch. Ich werde Daniel die Antworten auf den Test geben. Psst. Schön. Ich werde diesen Test mit Bravour bestehen. Ich werde mir den Aufsatz der Streberin ansehen. Hey,
Hey, nicht schummeln! Wie auch immer, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich sollte die Sache selbst in die Hand nehmen. Ich schiebe ihren Schreibtisch direkt neben den von Victoria, damit sie die Antworten abschreiben kann. Hallo, Sitznachbarin. Lass uns mit dem Test weitermachen, ja? Prinz eilt herbei, um die Prinzessin mit einem wahren Liebeskuss zu retten. Aiden, wach auf! Schläft mein Schüler? Hey, sei leise! Psst! Weckt ihn nicht auf! Lasst ihn ausruhen! Da! Mit einem Kissen und einer Decke schläft er besser. Sieht aus, als dürften wir im Unterricht schlafen. Träumt schön! Psst! Ich bin gleich wieder da. Wo geht die Lehrerin hin? Hä? Ein Nachtlicht? Na gut, dann gehe ich auch schlafen. Das große, böse Monster hat die Prinzessin gefressen. Ich schreibe so schnell, wie ich kann. Ich bin eine gute Schülerin. Ich bin müde. Ich weiß nicht mal mehr, was ich schreibe. Das mit dem Lesen wird langsam langweilig. Ich sollte mir die Beine rasieren, wenn ich schon dabei bin. Ich muss erst den Schaum auftragen. Und dann griff der Prinz das Monster an. Nun, so kann man auch multitasken. Igitt! Hä? Schläft der Junge in meiner Klasse? Ich sollte ihn bestrafen. Wacht auf! Huch! Hä? So ist es gut. Sieht aus, als wollte Dornröschen einen kleinen Streich. Nimm etwas Schaum in die Hand. Dann kitzle ich dich mit einer Feder im Gesicht. Kuck, 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 kuck. Hey! Hä? Autsch, das ist so peinlich. Jetzt lachen alle über mich. Okay, lass uns die Prüfungsunterlagen überprüfen. Igitt, ich muss die alle prüfen? Ich hasse diesen Job. Ich weiß, ich werde eine Note geben, die auf einem Würfelwurf basiert. Nur eine 1 und der Rest sind 6. Ups, eine 6? Ich liebe das. Dieser Schüler bekommt eine 6. Wisst ihr was? Ich gebe einfach allen eine 6. Ich liebe diesen Job eben doch. Hä? Diesmal ist es bei einer 1 gelandet. Nö, machen wir daraus eine 6. Es ist Zeit, die Prüfungsunterlagen zu kontrollieren. Wow, dieser Schüler hat alles richtig gemacht. Das verdient eine 1+. Ich habe einen riesigen Stapel von Prüfungsbögen zu prüfen. Das wird mich ganz schön anstrengen. Oh je, sie bekommt eine 6. Aber Victoria ist sehr süß. Ich mache einfach eine 1- draus. Der nächste. Schade, wieder eine 6. Aber Aiden ist wirklich fleißig. Gut, ich gebe ihm auch eine 1-. Nun zu dieser Arbeit. Oh, Daniel ist sehr charmant. Ich sollte ihm eine 1 geben. Weißt du was? Ich finde, alle meine Schüler verdienen eine 1. Jemand ist gerade aus einem Schlammbad zurückgekehrt. Kann das noch schlimmer werden? Sie beschmutzt die weißen Laken. Juhu, spring, spring, spring! Springen macht Spaß! Was ist denn hier los? So viel Schlamm auf dem Boden. Oh nein, nicht das Bett! Zu viel. Das ist nicht gut. Wir machen dich sauber, junge Dame. Eine Bürste auf einer Bohrmaschine? Was ist das denn? Komm her und lass uns deine Füße säubern. Nein, geh weg von mir! Komm her, beruhig dich, du freches Mädchen. Ich muss diese schmutzigen Füße sauber machen. Ich hab dich. Hä? Ich hab das hier. Hier, diese Stiefel werden deine Füße sauber machen. Ich muss sie nur noch mit Sprite auffüllen. Dann füge Mentos für eine kleine Sprudelexplosion hinzu. Es wird nur ein bisschen kitzeln. Wow, das fühlt sich gut an. Tritt jetzt auf das Handtuch, um deine Füße abzutrocknen. Alles sauber. Aber wir müssen etwas gegen die Flecken tun. Was für ein Albtraum. Du solltest besser anfangen zu putzen, Kumpel. Oh Mann, das war echt...
Bist du bereit, deine Spritze zu bekommen? Dieser Arzt macht Molly Angst. Oh, welche soll ich benutzen? Ah, die Riesenspritze also. Nein, das ist so unheimlich! Bist du bereit? Nein. Ist nichts los? Nein! Wo gehst du denn hin? Nicht so schnell! Das wird dich in diesem Stuhl festhalten, damit du nicht wieder weglaufen kannst! Lass mich los! Was machst du mit ihr? Lass sie los! Gib mir das! Es ist unheimlich, nicht wahr? Warte mal, ist das ein Einhorn? Ich fand das in eine Einhornspritze! Ist das nicht süß? Ganz und gar nicht unheimlich, sogar mit einer Nadel! Schau, ein Einhorn will dir einen Kuss geben! So, fertig. Du verdienst ein Lob für deine Tapferkeit. Lahme Einhörner. Autsch! Das war scharf. Ich muss mal auf die Toilette. Ist das eine Schlange? Was für eine giftige Überraschung. Ich möchte sie streicheln. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Es hat mich gebissen. Ich habe einen Schrei gehört. Oh, ist das ein Schlangenbiss? Das könnte giftig sein. Lass mich mal sehen. Wir brauchen ein Pflaster. Ich weiß. Ich erinnere mich, dass ich genau hier eine alte Wunde habe. Au, au, ich hab's. Das sieht noch giftiger aus als der Schlangenbiss. Hier, bitteschön. Der Biss ist zugedeckt. Bist du verrückt? Du wirst dir eine Infektion verpassen. Nimm es zurück. Hey. Jetzt gibt es eine richtige Lösung. Die Pumpe. Damit werde ich das Gift herausziehen. Und eine Anti-Blutergusspray auftragen, damit es nicht anschwillt. Zum Schluss bekommst du ein süßes Hello Kitty-Pflaster. Tada! Juhu, jetzt geht's mir besser! Du warst so mutig. Lass mich das ausziehen. Ich bin es, Mario! Ich werde nach Hof gehen und Bowser besiegen! Ich komme dich holen, böse Schildkröte! Wow, da ist aber jemand in guter Tanzlaune. Oh nein! Ein Lego-Turm! Molly hat gerade ein Lego verschluckt. Oh je. Oh, der Arzt ist zu sehr mit Tanzen beschäftigt. Was ist denn hier los? Oh nein, spuck es aus, Molly. Du schaffst es. Du hast es geschafft. Igitt, ist das eklig. Warte mal, ich habe eine Idee. Ist es ein Lego-Steinformer? Ich werde die Form mit Schokolade mit Blaubeergeschmack befüllen. Nachdem ich sie gefüllt habe, lasse ich sie abkühlen, damit sie fest werden. Jetzt ist die Lego-Schokolade fertig. Wow, sie sehen alle aus wie echte Legos. Und das Beste daran, du kannst sie essen. Ich kann auch mit ihnen spielen. Oh, ich bin hungrig. Ich könnte ein Bissen vertragen. Die beste Lego-Schokolade aller Zeiten. Die ist gut, was? Hey, Hände weg. Er ist ein alberner Arzt, nicht wahr? Geräusch. Oh, was ist, wenn ein Monster unter dem Bett ist? Da bewegt sich etwas. Was ist es? Ich habe solche Angst, aber ich muss nachsehen. Hilfe! Okay, was ist das Problem hier? Splitter? Es tut weh. Oh, das ist ein Igel. Der kleine Junge hat sich verlaufen. Stacheln. Ich glaube nicht, dass man sie einfach abrasieren kann. Wir werden sie mit einer Zange herausziehen. Das sieht gruselig aus. Aua. Ich hab ein. Das ist für Arbeit. Aha. Halt, warum hast du eine Säge? Geh einfach weg. Oh, du armes Ding. Was wir brauchen, ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Eine Spritze, um genau zu sein. Damit sauge ich die Federkiele aus. Es tut gar nicht weh. Nur noch ein paar. Phew. Endlich habe ich sie alle erwischt. Wow, du bist so cool, Doktor. Meine Handflächen sind jetzt bereit für einen High Five. Ja, gib mir 5. Es ist Schlafenszeit oder Snackzeit für Molly. Wow, sieh dir dieses Cola-Gelee an. Molly,
Ding passiert. Du musst sie sofort putzen. Nein, danke. Du hast aber schöne Zahnbürsten, siehst du? Ich will sie nicht. Wie kann ich sie überzeugen? Oh, ich habe ganz vergessen, dass ich diese Shrek-Mütze habe. Shrek? Ja, er drückt die Zahnpasta in die Hand. Du musst sie probieren. Oh Mann, was soll ich tun? Mach dir keine Sorgen, ich hab das im Griff. Okay. Sieh dir das an. Ist das eine Wassermelone mit Zähnen? Was ist das? Herr Melone hat ein Loch in seinem Zahn. Deshalb muss ich ihm ein ekliges Medikament ins Zahnfleisch spritzen. Dann muss ich ihm den Zahn mit dieser großen, gruseligen Zange herausziehen. Nein! Willst du, dass dir das Gleiche passiert? Nein, gib mir die Zahnbürste! Netter Trick, Doc. Ich will keinen Zahn verlieren. Ich will ein paar Chips essen. Nicht mit diesen dreckigen Händen. Ich kann so viele Chips auf einmal essen. Hey, wessen Hand ist das? Es ist der schlechte Doktor. Ich mag auch Chips. Nein! Lass diese dreckigen Chips los. Sie sind so schleimig. Das ist so eklig. Sieh mal, deine Hände sind mit Keimen verseucht. Was bist du denn für ein Arzt? Das ist harmlos, siehst du? Du gehst jetzt sofort die Hände waschen. Hier, nimm die Seife. Das ist kein Spaß. Und ich mag den Geruch nicht. Nein, ich weiß nicht. Was mache ich jetzt? Warte, ein Tuch? Ein Tuch und ein Stift? Ich male süße Gesichter auf das Tuch und mache es mit Seife nass. Zieh es über dein Gesicht. Jetzt pusten. Ich puste Seifenblasen. Wow, das macht irgendwie Spaß. Wenn du schon dabei bist, kannst du ja auch gleich die Hände waschen. Die Seifenblasen dürfen nicht verloren gehen. Gut, so toll gemacht. Hey! Geschafft, meine Hände sind sauber. Super gemacht, Molly. Ich bekomme ständig Kopfschmerzen. Ich bin so hungrig. Oh, ist das Lippenstift? Ich will ihn probieren. Warte mal, was hat das Mädchen vor? Oh, ich möchte einen Bissen nehmen. Was? Gib mir einen Moment Zeit. Hey, du kannst keinen Lippenstift essen. Such dir etwas anderes, womit du spielen kannst. Zum Beispiel diese AirPods. Noch ein Lippenstift? Ach, dieses böse Kind. Du kannst keinen Lippenstift essen. Du hast Glück, ich habe einen Schokoriegel. Ich will keine Schokolade. Schokolade und Lippenstift. Ich weiß. Der Doktor kocht hier etwas Interessantes. Ich muss die Schokolade in winzige Stücke zerdrücken, einfach so. Dann schütte ich sie in einen Kolben und erhitze sie. Sie wird im Handumdrehen geschmolzen sein. Oh je, das wird heiß. Fast geschafft. Ja, ich werde den Lippenstift durch den geschmolzene Schokolade ersetzen. Du wirst den Unterschied gar nicht bemerken. Der Schokoladenlippenstift ist bereit zum Verzehr. Phew, das war anstrengend. So, los geht's. Ja, danke, Doktor. Ich sehe hübsch aus. Nom. Und ich fühle mich satt. Das war ein guter Snack. Ein Pickel? Da wird jemand einen schlechten Morgen haben. Igitt, ich muss ihn mal Platz lassen. Das ist ja eklig. Gut, dass ich einen Gesichtsschutz habe. Wir könnten dir eine Schönheitsmaske machen. Natürlich, der Gesichtsmaskenmacher. Fügen wir noch Aloe Vera und etwas Wasser hinzu. Ist das Orangenlimo? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Es ist fast fertig. Drücke einfach auf den Knopf und lass die Maschine ihre Magie wirken. Ich möchte auch noch Glitzer und Streusel hinzufügen. Macht ihr eine Gesichtsmaske oder einen Bonbon? Es ist verbracht. Meine Erfindung ist fertig. Setz mir sie jetzt auf dein Gesicht. Nach einer Weile solltest du so gut wie neu sein. Doppelter Ärger! Oh Mist. Was hast du getan? Verdammt, ich hab versagt. Meine Güte, was ist mit deinem Gesicht passiert? Du unverantwortlicher Arzt!
Ihre arme Haut. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Was wird sie mit dem Kohl machen? Dieses Kohlblatt könnte eine gute Gesichtsmaske sein. Es ist viel gesünder. Okay, jetzt warten wir. Bist du bereit? Es hat geklappt. Sieh dir deine glatte Haut an. Wer braucht schon eine Gesichtsbehandlung, wenn du Gemüse hast? Ich komme gerade rechtzeitig für ein Experiment. Oh, gibt es ein Erdbeben? Oh, die arme Molly ist einfach nur krank. Krank, was? Lass mich mal sehen. Oh, ey, du glühst ja förmlich. Du musst eine Tablette nehmen. Sie ist größer als dein Gesicht. Du musst sie nehmen. Nein, nein? Autsch. Ich weiß. Schau, Teddy nimmt die Pille. Das ist mir egal. Oh nein, Teddy ist bockig. Ich muss ihm wohl einen Schlauch in den Hintern stecken. Die Medizin muss durch den Schlauch. Willst du das auch für dich? Hör auf, sie zu erschrecken. Ist schon gut. Teddy geht es gut. Ich habe eine bessere Idee. Gummibärchen und ein Skalpell? Ich werde das Gummibärchen aufschneiden und die Pille darin verstecken. Okay, dieser Trick sollte funktionieren. Hier, Molly, nimm ein paar Bonbons. Wow, ein Gummibärchen, das ist lecker. Siehst du, ich habe einen besseren Trick gemacht. Lass uns die Ergebnisse sehen. Pass auf! Oh! Autsch! Was war das? Eine Schleimpfütze? Ekelhaft! Was ist mit dir passiert? Ich bin mit Schleim durchdringt. Ich habe eine schlimme Erkältung. Wir müssen etwas dagegen tun. Puh! Steck dir diese Wäscheklammer auf die Nase, damit du nicht mehr niesen musst. Aber ich kann nicht atmen. Das ist keine gute Lösung. Schon gut, ich werde dir helfen, dich besser zu fühlen. Ist das ein TP-Hut? Los, versuche einzuziehen. Das war leicht. Ich habe sofortigen Zugang zu TP. Alles erledigt. Tolle Arbeit. Wie auch immer, ich bin froh, aus dem Schlamassel raus zu sein. Hast du ihre Akte ausgefüllt? Bei mir ist alles gut und bei dir? Ja, sie ist fertig. Sein Kaugummi ist in der falschen Röhre. Oh nein, er ist in Mollys Haaren gelandet. Oh Mist, das ist schlimm. Ich glaube nicht, dass es einfach rauszuziehen ist. Wie soll ich es abkratzen? Aha, dann schneide ich hier einfach die Haare ab. Was machst du denn da? Fast. Oh mein Gott, nein! Was? Ich habe versucht, ihn abzunehmen. Das ist nicht hilfreich. Psst, ich habe eine bessere Idee. Wie soll Coca-Cola helfen? Wir müssen das Kaugummi nur in diesen Limonade tauchen. Dann lässt es sich leicht entfernen. Schau zu. Tada! Einfach abziehen. Was ist denn hier los? Auch nichts. Ich fülle nur dein Papierkram aus. Okay. Das war knapp. Puh, ist das Schleim? Den muss ich haben. Ich mag den roten. Was für ein hinterhältiges Mädchen. Ich kann es kaum erwarten, es zu essen. Wow, es ist so schleimig. Ich wette, es schmeckt wie Erdbeere. Warte, es sollen doch vier sein. Oh nein, du freches Kind. Das ist kein Essen. Ich hänge besser ein Schild um die Fläschchen herum auf. Nicht anfassen und nicht essen. Pfoten weg. Gut, sehen wir uns mal dein... Warum das lange Gesicht? Ich will den Schleim essen. Oh, aber das ist doch kein Essen. Ha, lass uns etwas machen. Ich brauche Chiasamen. Wasser, grüne Lebensmittelfarbe und Zucker. Jetzt ist es an der Zeit, alles zusammenzumischen. Sieh dir diese schleimige Konsistenz an. Tada! Ich hab dir einen essbaren Schleim gemacht. Wow, das sieht lecker aus. Mir gefällt er besser als der andere. Sie isst ihn schon wieder. Ich muss auf die Toilette.
Wahnsinn! Sind das M&Ms? Da sind so viele davon. Ich will reinspringen. Sie stecken in meiner Nase. Hilf mir, Doktor! Setz dich hin. Zeig mir, was los ist. Ich kann nicht atmen. Dagegen habe ich eine Lösung. Hier, ich befestige ein Band mit einer Schnur daran. Dann hänge ich das andere Ende der Schnur an dieses Hubschrauberspielzeug. Wenn dieser Hubschrauber fliegt, zieht er dir die M&Ms aus der Nase. Zeit zum Fliegen. Oh je, das ist eine lange Schnur mit M&Ms. Es funktioniert wirklich. Was ist passiert? Schreiendes Kind! Wednesday! Helikopter mit Popeln und M&Ms? Das sieht nicht sicher aus. Ihr müsst eine bessere Lösung finden. Lass mich mal sehen. Oh, warte, ich habe eine Idee. Wir können die Nasenspülung benutzen. Wir stecken ihn in ein Nasenloch und er drückt alle M&Ms aus dem anderen. Igitt! Oh, es fühlt sich so gut an, wieder zu atmen. Du bist jetzt in Sicherheit. Iss deinen Brei auf. Igitt, ich will ihn nicht. Aber du musst doch essen. Nein! Ich sagte, du sollst das essen. Nein! Oh, dann verhungere doch. Geht's dir nicht gut? Warum hast du noch nichts gegessen? Igitt, das riecht ja übel. Ich weiß, was zu tun ist. Ich nehme einen Minispender und nehme das Glas heraus. Dann fülle ich ihn mit Haferbrei und stelle ihn wieder auf den Spender. Bist du bereit, den Trick zu sehen? Es klappt! Schon mal einen Keks in Barbie-Form gesehen? Die gibt es auch mit Stiefeln. Die Barbie-Kekse sind fertig. Ich will einen. Das ist für unseren Patienten. Versuch's mal. Das ist so süß. Ich will mehr. Und so füttert man einen Patienten richtig. Ich will mit diesen Klötzen einen Turm bauen. Wahnsinn. Wednesday hat Kopfhörer auf. Deshalb fühlt sie die Tanzschritte richtig. Oh-oh, sie hat die Blöcke des Mädchens getroffen. Und einer davon ist direkt in den Hals des Mädchens geflogen. Wednesday ist zu sehr mit Tanzen beschäftigt, um das Mädchen zu hören. Oh nein! Hilfe! Ich führe das Heimlich-Manöver durch. Komm schon, drück ihn raus! Es hat geklappt! Wie unverantwortlich von dir, Wednesday. Oh je, ich kann nicht glauben, dass sie diesen riesigen Klotz verschluckt hat. Oh, ich habe eine Idee. Zeig mir mal diese Kopfhörertasche. Das wird reichen. Ich werde Schokolade in die Kopfhörerform gießen. Mach sie zu und lass sie fest werden. Schütteln, schütteln, schütteln. Schau, die Schokolade hat die Form eines Kopfhörers. Noch besser, du kannst sie in Schokoladensauce, Erdbeerstreusel und Blaubeerpuder tauchen. Probier mal. Geschmacksrichtungen. Freut mich, dass es dir schmeckt. Ich werde diesen Armdrücken-Wettbewerb gewinnen. Ah, komm schon. Oh, ich habe verloren. Hey, du hast mir den Fingernagel abgebrochen. Hilfe! Was ist denn hier los? Oh nein! Sie hat sich einen Nagel abgebrochen. Das eiskalte Händchen ist schuld. Nein, das macht doch nichts. Ich habe auch ein paar abgebrochene Nägel. Du bist nichts Besonderes. Ich habe eine Gartenschere benutzt, um sie zu stylen. Gib mir deine Hand. Du machst mir Angst. Hey, was machst du denn da? Was? Geh einfach und ich kümmere mich um die Sache. Oh, du armes Ding. Lass mich mal sehen. Ein abgebrochener Fingernagel, hä? Igitt, das müssen wir abdecken. Aha. Ich nehme ein Blatt, bitte. Zuerst decke ich deinen Nagel mit einem Blatt ab. Und schneide es auf die Größe deines Nagels zu. Natürlich müssen wir es mit rosa Nagellack hübsch machen. Wow. Mit Glitzer macht alles Spaß. Wie gefallen dir deine neuen Nägel? Rosa und glitzernd, genau wie ich es mag. Wackel mit deinen Fingerspitzen. Wow, sie sehen so schön aus. Keiner sieht zu. Das ist meine Chance, meine Süßigkeiten zu essen. Ich habe eine ganze Flasche davon. Mh, so gut. Warum schläfst du noch nicht? Oh mein Gott! Deine Zähne sind so schmutzig. Keine Bonbons mehr, junge Dame. Es ist Zeit, deine Zähne zu putzen. Ich will aber nicht. Bitte, putzen Sie Ihre Zähne. Hey, ich mach das schon. Eiskaltes Händchen, ich brauche Hilfe. Was hat Wednesday vor?
Oh je, das eiskalte Händchen hat einen Mund? Ziehen wir dir den Zahn raus. Igitt, dein kaputter Zahn hat sich in ein Monster verwandelt. Hä? Ich muss diesen Zahn aufschneiden. Mit einem Cutter. Ich muss das so gruselig wie möglich machen, damit das kleine Mädchen es sieht. Sieh dir die ganze Infektion im Inneren an. Das passiert, wenn man sich nicht die Zähne putzt. Nein! Ich putze mir die Zähne! Ich will keinen Monsterzahn haben! Wahnsinn! Ich kann nicht glauben, dass dein Trick funktioniert hat. Spring, spring, spring! Oh je, ihre schmutzigen Füße beschmutzen das Bett. Hör sofort auf mit dem, was du tust. Ich will aber nicht. Bäh, ich werde woanders spielen. Ach, komm schon. Ah! Was glaubst du, wo du hingehst? Oh oh, ist das ein Bohrer? Ganz ruhig. Das ist so gruselig. Nein! Hör auf zu rennen. Komm wieder her. Zeig mir deine dreckigen Füße. Oh, das funktioniert nicht. Geht es dir gut? Der Doktor hat mich mit einem Bohrer gejagt. Wirklich? Ich habe Seife, die nach Blumen riecht. Und damit kann man einen Blumenstempel machen. Hoch mit den Füßen. Schau, ich drücke den Schaum auf deine Füße. Was für eine schöne Blume, nicht wahr? Okay, jetzt werde ich den Schmutz abkratzen. Wer braucht schon ein Fußpeeling, wenn man das hier hat? Das kitzelt! So, fertig. Jetzt kannst du springen, so viel du willst. So hoch, wie du kannst. Juhu, ich liebe Springen! Hey, wach auf! Oh nein, das Mädchen rollte sich vor Schreck aus dem Bett. Aua, ich habe mir das Knie aufgeschürft. Hilfe, ich brauche Hilfe, Doktor! Ich komme ja schon. Was ist denn los? Ich habe eine Wunde. Oh je, das müssen wir sofort behandeln. Was sollen wir tun? Ich weiß. Ich werde eine Salbe in ein Wattestäbchen spritzen. Drück die andere Seite zusammen, damit sich die ganze Salbe an einem Ende des Q-Tips sammelt. Trage sie vorsichtig auf die Wunde auf und schließe es mit einem fröhlichen Pflaster ab. Das hat mir definitiv ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Danke, Dr. Barbie. Oh oh, da wird wohl jemand einen schlechten Morgen haben. Warum habe ich so viele Pickel? Du machst mein Trommelfell kaputt. Ein Pickel? Ja, das ist befriedigend. Zeit, ein Experiment zu machen. Oh oh, was hat sie jetzt vor? Ah, da sind ja meine Ratten. Nun muss ich nur etwas Graberde schaufeln. Schüttet etwas davon in ein Fläschchen. Und jetzt fügen wir etwas Schlangengift hinzu. Lass alles raus, Kumpel. Das sollte genug sein. Was ist denn das? Die letzte Zutat. Blut. Ich werde dir nicht sagen, woher es kommt. Das Gebräu ist fast fertig. Gießen wir es in die Gesichtsmaskenmaschine und fügen eine Minztablette hinzu. Die Gesichtsmaske wird hergestellt. Mein Experiment nimmt Gestalt an. Probiere es aus. Ich bin sicher, dass diese Gesichtsmaske deine Pickel verschwinden lässt. Du musst nur eine Zeit lang wie der Grinch aussehen. Schauen wir mal. Du hast es schlimmer gemacht. Oh? Was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Geh mir aus dem Weg. Das tut weh. Gib mir einen Moment Zeit. Ich werde eine bessere Hautpflege machen. Zuerst müssen wir ein Ei aufschlagen und das Eiweiß ohne das Eigelb ausschütten. Dann schütteln wir es gut und energisch. Nachdem sich das Eiweiß in einen Schaum verwandelt hat, füllst du es in eine Flasche. Schau dir Kens coolen neuen Körper an. Pass auf, Ken wird den Schaum herausdrücken, wenn wir seinen Körper zusammendrücken. Lass ihn über deine Pickel tropfen. Eine gute Gesichtsmassage, wenn wir schon dabei sind. Wir sind fast fertig. Wisch dir jetzt das Gesicht ab und lass uns das Ergebnis sehen. Meine Haut ist so glatt. Das wird ein toller Morgen für uns. Wow, was für eine riesige Wassermelone. Normalerweise würde Wednesday ein Messer benutzen, um sie aufzuschneiden. Ich würde lieber einen Stachelschläger nehmen und sie zerschlagen. Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt. Ich sollte eine Pause einlegen. Ich lege zuerst den Schläger ab. Passt auf! Hä? Huh? Au! Ich habe mir den Hintern verletzt! Dreh dich um und lass mich sehen. Stachel? Hast du dich gerade auf meinen Schläger gesetzt? Naja, ein Riesenmagnet wird sie herausziehen. Bleib ruhig. Er zieht mich auch! Autsch!
Was ist dir los? Hör auf, ihr das anzutun. Geh einfach weg. Geht es dir gut? Lass mich mal sehen. Oh je, das sieht schmerzhaft aus. Ja, ich weiß. Ich kann eine Spritze benutzen. Du wirst nichts spüren, wenn ich sie rausziehe. Bist du bereit? Tief einatmen. Ich ziehe jetzt. Gott sei Dank haben wir das rausgeholt. Danke, dass du mich gerettet hast, Barbie. Tipps zum Quälen? Nur die normale Sonntagslektüre von Mittwoch. Hör auf zu husten. Jetzt reicht's. Du hast die Grenze meiner Geduld erreicht. Gib mir deine Puppe, damit ich sie bestrafen kann. Warte, ich habe eine bessere Idee. Fangen wir damit an, ihr die Haare abzurasieren. Die arme Barbie. Nein, nicht ihre schönen Haare. Das ist nicht die Frisur, die sie erwartet hat. Mein Haar. Diesmal brauche ich ihren ganzen Kopf. Was für ein befriedigendes Knacken. Ich werde ihren Kopf mit ein paar Teeblättern auffüllen. Hör auf zu husten. Ich werde Barbie in Wasser tauchen, genau wie einen Teebeutel. Dann schüttelst du sie wie einen Salzstreuer, damit die Teekrümel herauskommen. Mischen, mischen, mischen. Bis das Wasser braun wird. Hier, trink etwas heißen Tee gegen deinen Husten. Ich mag den Geruch nicht. Autsch. Jetzt kommt das letzte Mittel, damit du aufhörst zu husten. Ich werde dir den Mund zukleben. Ah, wie friedlich. Was ist denn hier los? Warum ist da Klebeband auf ihrem Mund? Das wird ihren Husten nicht heilen. Warum versuchst du es nicht selbst? Was sie braucht, ist ein Hustensirup. Der hier ist mit Orangengeschmack. Hier, nimm ihn. Ich mag keine Medizin. Was? Was ist zu tun? Ich weiß was. Ich verstecke die Medizin in einer Getränkedose. Ich füge sogar einen Strohhalm hinzu, um die Sache wirklich überzeugend zu machen. Nimm stattdessen diese leckere Bonbon-Limonade. Sie weiß nicht, dass sie direkt aus der Medikamentenflasche trinkt. Siehst du? Mein Hack hat besser funktioniert als deiner. Wie auch immer. Es ist Zeit, mit deiner Prüfung zu beginnen. Lehrer, ich muss mal pinkeln. Hier ist deine Arbeit. Ich werde mich einfach unter dem Tisch verstecken. Du kannst mit dem Test beginnen. Und du bekommst den schwersten Test. Was? Oh nein! Ich weiß. Ich werde die Antworten einfach auf meinem Handy suchen. Hä? Was glaubst du, was du da tust? In meiner Klasse schummeln? Oh nein! Das Telefon ist in einem Gifteimer gelandet. Sind das Handschuhe? Ich werde den Handschuh aufblasen und ihn in einen Ballon verwandeln. Dann werde ich ihn als meine falsche Hand benutzen, während ich mit meiner echten Hand das Telefon halte und nach den Antworten des Tests suche. Sehen Sie, Herr Lehrer, ich bin fertig. Lass mich sehen. Schön, du hast eine perfekte Punktzahl. Juhu, ich habe es geschafft. Abklatschen. Oh oh, Emilias Trick ist aufgeflogen. Meine Hand ist völlig in der Rache. Keine Süßigkeiten im Unterricht. Was hast du da im Mund? Spuck es aus. Das ist nur ein Augengummi. Du bist so ein Spielverderber. Der Nächste. Warum ist dein Bauch so groß? Ich fühle mich einfach satt. Ach wirklich? Das muss ich mit eigenen Augen sehen. Aha, das sind Bonbons. Du bringst sie nicht mit rein. Lass mich dich auch scannen. Gut, keine Bonbons. Du kannst reingehen. Er weiß nicht, dass ich die Gummibärchen in meinem Bizeps verstecke. Was ist das für ein Geruch? Ich glaube, ich muss kotzen. Hey, ich glaube, du brauchst diese Seife, großer Junge. Oh, ich brauche einen Moment. Oh, ich habe eine Idee. Warte einen Moment, ich bin gleich wieder da. Ich weiß, dass Snacks drin nicht erlaubt sind, also werde ich einen Skittles-Hack machen. Zuerst fülle ich die einzelnen Farben zusammen und gebe sie in eine Spritze. Dann stelle ich sie in eine Schüssel mit heißem Wasser, damit sie schmelzen und warte ein bisschen. Und siehe da, die Skittles haben sich in Flüssigkeit verwandelt. Ich fülle sie in einen anderen Behälter und lasse sie fest werden. Skittles als Seife getarnt. Lassen Sie mich das für Sie machen, Officer. Kann ich jetzt reingehen? Warte mal, was ist denn das? Oh, das ist nur Seife für Adam. Weißt du noch, wie sehr er stinkt? Er braucht unbedingt ein Bad. Leckeres Gummibärchen. Oh, du
hast recht. Beeil dich und lass ihn ein Bad nehmen. Ja, der Hack hat funktioniert. Hm, so süß. Seit wann dürfen wir Seife essen? Ich sollte einen Bissen nehmen. Lecker. Oh mein Gott, hast du gerade echte Seife gegessen? Er wurde so satt, dass er anfing, Blasen zu rülpsen. Deine Testergebnisse sind da. Stinker, du bekommst eine 3-. Wow, Haley hat eine 1-. Eine 6? Natürlich bist du das, Joshua. Amelia kriegt eine 4-. Was? Aber ich habe hart für diesen Test gelernt. Okay, gib mir deine Papiere zurück. Ich muss die noch aufschreiben. Wuhu, ich bin heute so gut gelaunt. Tschüss, tschüss. Ich lege die Papiere auf den Schreibtisch. Wir wollen unsere Noten ändern. Bitte. Lasst mich das machen. Alle zurücktreten. Ha! Igitt, warum sehe ich Sterne? Schutz ist dein Muss. Ich werde das Tor mit einer Nagelfeile aufsprengen. Schau, ich kann einfach durch den Lüftungsschacht hier drüben gehen. Ich habe die Papiere. Zeit, zurückzugehen. Ja, haben wir es geschafft? Nein. Leute, Leute, Leute. Was? Ich habe die Prüfungsunterlagen. Du bist so schlau. Jetzt können sie alle ihre Noten ändern und es so aussehen lassen, als hätten sie alle eine 1+ bekommen. Es ist egal, welcher Buchstabe es ist, wenn man weiß, wie man es in eine 1 verwandeln kann. Ja, wir haben alle den Test bestanden. Gut gemacht, Leute. Wir sind so hungrig. Gib uns unser Essen. Probiert doch mal diesen Brei. Oh, ich bin dran. Ekel, das riecht ja eklig. Was ist mit dir, kleines Mädchen? Ups, da ist mir meine Mutter mal runtergefallen. Bäh! So, meine Mutter mal ist wieder an seinem Platz. Okay, hier ist eine Portion für Adam. So ein hübscher junger Mann. Das ist so eklig. Ein leckeres Burgeressen für den Polizisten. Huh? Können wir bitte auch Burger haben? Bitte! Na gut, na gut. Ich ziehe einfach einen Vorhang auf, damit ihr mich nicht beim Essen seht und nicht eifersüchtig werdet. Wenigstens haben wir einen Apfel. Ist das ein Wurm? Oh oh, sie haben den Apfel geworfen und erst im Nutella-Glas des Polizisten gelandet. Ekelhaft. Ich will dieses Nutella nicht mehr. Ihr könnt es haben. Juhu, wir haben einen Nutella-Dip. Wartet mal, ich habe einen Greifer. Wir klauen dem Polizisten die Skittles, während er schläft. Ich habe die Ware. 2 Toppings, perfekt. Ich nehme nur einen Skittle. Ich will ganz viele Skittles draufschütten. Guten Appetit, Leute. Ah, das war ein ziemlich gutes Nickerchen. Das sind meine Skittles. Ich brauche sie zurück. Ha? Komm her, Schätzchen. Nein, nein. Ich mache dir mehr zu essen. Ordnung. Alle zuhören. Es scheint, als würde niemand dem Unterricht folgen. Hier ist es wie in einem Kriegsgebiet. Hör auf. Hört ihr das? Da ist etwas am Himmel. Im Anflug. Die Lichter sind ausgegangen. Hilfe! Ich kann nichts sehen. Ich werde noch verrückt. Keine Panik, Leute. Gut, dass ich diese Minilampen mitgebracht habe. Kommt rüber und helft mir. Jeder von uns bekommt eine Lampe. Emilia, kannst du mir das Glas geben? Joshua, kannst du mir die Wasserkugeln reichen? Nimm eine Minze und gib sie in das Wasserglas. Als nächstes gibst du die Wasserkugeln hinein. Seht euch die vielen Blasen an. Voila, das ist eine selbstgemachte Lavalampe. Wow, das ist unglaublich. Die Lichter sind wieder an. Juhu! Alle zurück in die Klasse. Moment, seid ihr nicht zu viert? Wo ist der andere? Was ist das für ein Schüttelding? Ich meine, ich bin super stark. Aber du hast geschrien wie ein Baby. Ich habe es zum Unterricht geschafft, Lehrer. Geh auf deinen Platz. Hä? Warum reagieren alle so auf mein Gesicht? Oh je, schau mal in den Spiegel. Ich werde ohnmächtig. Alle zurücktreten. Ich werde die Patientin wiederbeleben müssen. Doktor, ihr Problem ist ihr Gesicht. Oh, ich verstehe. Ich glaube, sie hat Windpocken. Ah!
Wir werden ja einen Impfstoff spritzen müssen. Kein Grund, Angst zu haben. Es gibt keine Nadel, es ist nur eine Gesichtsmaske. Sehen Sie? Sie zuckt nicht mal, weil es nicht wehtut. Es ist Zeit, die Gesichtsmaske abzunehmen. Bist du bereit? Ich mache es ganz sanft. Sieh mal, die Windpocken sind weg. Wahnsinn! Ich fühle mich wieder toll! Hurra! Auf geht's, Hayley! Wow, ich bin überrascht, dass ein so kleines Mädchen eine ganze Flasche Coca-Cola in sich hineinschlucken kann. Huch, ich muss so dringend pinkeln. Bitte, ich muss auf die Toilette. Okay, du darfst gehen. Was ist mit uns? Ihr könnt gehen, wenn wir mit dem Unterricht fertig sind. Ich kann es nicht mehr halten. Oh, ich weiß. Ich werde einfach auf die Pflanzen kacken. Wenn die Natur ruft, geht man zurück zur Natur selbst. Ja, das ist dein ganzer Tagesbedarf an Essen. Genau. Ich bin fast fertig. Das ist ja ein natürlicher Dünger. Hey, ich muss den Pflanzen Dünger hinzufügen. Was ist denn hier los? Nicht nötig, die Pflanzen sind gut. Was ist das für ein Gerät? Du kannst es gegen meine Trainingsklamotten eintauschen. Oh ja, das wird meinen Bizeps stärker machen. Haha. Ich werde mich hinter den Pflanzen verstecken und in diese mobile Toilette pinkeln. Endlich, was für eine Erleichterung. Oh oh, der Bulle. Ich bin hier, um die Pflanzen zu gießen. Ich habe sie schon gegossen. Ciao. Ich bin wieder da. Hier ist dein Schlauch. Danke. Kein Problem. Hier hast du dein Armgadget zurück. Ich kann jetzt wieder diesen Schlauch benutzen. Hä? Ich werde es jetzt drücken. Nein. Oh je, hier wird es gleich explosiv. Was wirst du tun? Wir werden dir einfach einen schönen kleinen Schlag verpassen. Die arme Hayley. Diese Tyrannen tauchen ihren Kopf in die dreckige Toilette. Was ist denn hier los? Oh, sind wir jetzt in Schwierigkeiten? Ich bin nur hier, um den Kalender zu ändern. Alles gut, Jungs. Na gut, dann sollten wir den Spaß fortsetzen. Stopp, mir wird schwindelig. Ich hasse euch, Tyrannen. Ihr werdet eine Kostprobe meiner Rache bekommen. Sie sah aus wie eine Klobürste. Komm her, Hayley. Haha, Hayley ist in Schwierigkeiten. Ha? Von nun an ist Hayley deine neue Lehrerin. Die erste Lektion, die sie dir beibringen wird, ist, wie man eine Toilette putzt. Oh, wie sich das Blatt gewendet hat. Macht weiter, Jungs. Ihr dürft nicht aufhören, bevor ich es sage. Aua, du hast mich geschlagen. Du hast mich zuerst geschlagen. Was für eine süße, süße...